machen nahtlos weiter. Drei Texte erwarten uns noch in dieser Gruppe. Der zweite kommt, aber erst, wenn ihr für sie entsprechend laut klatscht, von Ronja. Guten Abend. Ich zitter ein bisschen. Ist auch arschkalt hier drin. Aber wem sage ich das? Ihr seid ja alle nackt. Die Türen habe ich verriegeln lassen, nur falls euch meine Worte nicht passen. Durch die Zuschauerreihen höre ich es kriechen. In eurem Schweiß kann ich es riechen. Nein, ich lasse euch heute hier nicht mehr raus. Wir spielen heute Katz und Maus, spielen heute Schattenspringen. Ich werde meine Angst bezwingen. Alles Theater, meint der Erste, jetzt steht auf und seine Augen fliehen gehetzt. Ich bin zu jung zu sterben, denkt er sich. Na endlich, denke ich. Fick dich ins Knie, Dramaturgie. Wir alle sind zu jung zu sterben, doch fürs Leben lohnt es sich zu werben. Denn was bleibt mir noch, außer meine Rolle zu verzieren und dabei jeglichen Sinn zu verlieren? Hört ihr sie, die Berater, mit ihren Engelsstimmen, die in alter Leier neue Briefings spinnen? Ständig diese Strategien, die immer gleiche Platte spielen. Es kommt mir oft so nutzlos vor, doch ich bin es selbst, zu bequem, Neues zu komponieren. Ich möchte aufhören, im Takt zu marschieren, mal den guten Ton vergessen oder meine Manieren. An alle die, die uns aufgeblasene Werber schimpfen und für unser mieses Image und sein scheiß Taktgefühl. Für uns, die wir uns instrumentalisieren lassen, sodass wir zu leben verpassen. Ich habe etwas zu sagen mitgebracht. Raus mit uns, machen wir was aus dieser Nacht. Denn nicht nur unser Leben können wir heute retten, so viele Leben, für die es sich lohnt zu sprechen. Nehmen wir die Instrumente wieder selbst in die Hand. Lasst was von euch hören, lasst uns die Routine stören. Ich würde euch diese Bretter überlassen, hier könnt ihr wieder ein Gefühl verfassen. Hier könnt ihr härter als die Schmerzen tanzen, lauter als manch Ängste singen, hier könnt ihr ganz schön mutig klingen. Denn fürs Leben kann man nur mit Leben kämpfen. Also sterbe ich heute einen Tod hier oben, um mich endlich nicht nur um mich zu sorgen, um mich endlich wiederzubeleben und damit einen Aufstand zu proben. Zeigen wir, wie Kreative gegen Krebs ankämpfen. Ich will euch spielen sehen, ich will euch wehren sehen. Ich will euch stehen sehen, ich will euch helfen sehen. Erst dann kann ich von dieser Bühne gehen.